Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beschäftigen uns mit den Methoden der empirischen Sozialforschung. Und zwar zunächst einmal ausführlich, aber auf das Notwendigste beschränkt, mit ihren forschungslogischen Grundlagen. Das klingt ganz furchtbar, abschreckend, theoretisch, abstrakt. In Wirklichkeit geht es um Bildung. Schauen Sie, Bildung fängt an mit Neugier. Wer nicht neugierig ist, wird schwerlich gebildet werden können. Bildung beginnt mit Neugier. Man will erfahren, was es in einer bestimmten Wirklichkeit so alles gibt. Man erweitert seinen Horizont. Und die Bildung, um die es hier geht, beantwortet die Frage, was tun denn Sozialwissenschaftler eigentlich, wenn sie so forschen? Und genau jene Wissensbestände erarbeiten, die dann in den einzelnen Studiengängen gelehrt werden. Und Bildung, beginnend mit Neugier, entsteht dadurch, dass man ernsthaft und redlich Antworten auf zwei Fragen sucht. Frage Nummer eins: Was ist denn der Fall? In unserem Fall, wie vollzieht sich sozialwissenschaftliche Forschung konkret? Was ist es genau, was die da treiben, wenn sie forschen? Und die zweite Frage lautet, ja, warum machen die das so? Warum ist das der Fall, was der Fall ist? Warum vollzieht sich sozialwissenschaftliche Forschung genau nach diesen Regeln und nach keinen anderen, die man sicher auch ausdenken könnte? Und wenn man sozialwissenschaftlich gebildet werden will, muss man neugierig sein, wirklich neugierig sein auf Antworten, auf Fragen, die wir in diesem Semester behandeln werden. Was genau heißt Wahrheit, Erkenntnis, Wissenschaft, Forschung? Was genau ist damit gemeint? Und die zweite Frage, auf deren Antwort man neugierig sein sollte, lautet, woher wissen wir denn, dass etwas wirklich der Fall ist? Etwa, woher wissen wir, dass eine Zufallsstichprobe, ausgerechnet eine auf Zufall beruhende Stichprobe, dass die wirklich repräsentativ ist? Glauben die das vielleicht bloß oder erzählen die uns das vielleicht bloß? Ist es wirklich so und woher wissen wir, dass es wirklich so ist? Ja, es geht hier also um grundlegende sozialwissenschaftliche Bildung. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie einen sehr angenehmen und Sie auch persönlich zufrieden machenden Bildungsprozess durchlaufen. Was ist der Stellenwert dieser Vorlesung für ein sozialwissenschaftliches Studium? Das weiß ein jeder vom Hörensagen. Diese Methoden, das ist ein ganz ein abstraktes, ein furchtbar ödes Thema. In Wirklichkeit ist eine Einführung in wissenschaftliches Denken genau das, was der gute alte Humboldt einmal genannt hat, Persönlichkeitsbildung durch Wissenschaft. Man gewinnt Kontrolle über sein eigenes Denken. Man schaut sich selbst beim Denken und beim sich Vergewissern über die Wirklichkeit zu. Und Methoden, was wir hier dann in dem Semester und im nächsten ausgiebig machen, das führt dann eben in konkretes sozialwissenschaftliches Forschung ein. Und das heißt, es geht an die Basis allen sozialwissenschaftlichen Wissens. Ja, eine zweite häufig erzählte Legende ist, naja, dieses Thema, vielleicht ist es doch nicht ganz so öde, aber so richtig schön ist es auch nicht, deswegen ist es eine Pflichtveranstaltung. Denn wenn es keine Pflicht wäre, ginge doch freiwillig keiner hin. Naja, Tatsache ist, in der Tat, an der inneren Haltung, die jemand zu diesem Themenbereich mitbringt oder entwickelt, lässt sich sehr genau erkennen, welches Verhältnis einer oder eine zur Wissenschaft besitzt und wie gut deswegen ein wissenschaftliches Studium gelingen wird, im Unterschied zu einer bloßen Fachausbildung. Also entdecken Sie sich selbst und entdecken Sie Ihre eigene, mit Ihnen gewachsene innere Haltung zur Wissenschaft. Dieser Satz, es müsste die Vorlesung durch praktische Übung ergänzt werden, ist allzu wahr. Leider haben wir nicht die Kapazität dafür, aber im Tutorium, in vielen Beispielen in der Literatur, können Sie sehen, wie das praktisch funktioniert. Also seien Sie wissbegierig, offen für Neues, für Sachen, die Sie noch nicht kennen, die Ihnen überraschend vorkommen. Seien Sie bereit zum Nachdenken im wahrsten Wortsinne. Denken Sie das nach, was in Lehrbüchern auf Folien steht und was ich Ihnen erzähle. Und dabei
muss ich Ihnen gleich reinen Wein einschenken. Es gibt ein gigantisches Problem mit einer Vorlesung speziell zur Forschungslogik. Diese Vorlesung gibt Antworten auf Fragen, die zu Beginn des Studiums so gut wie keiner hat. Und was macht man mit Antworten auf Fragen, die man nicht hat? Ja, man kann sagen, vielleicht muss ich innere Sensibilität entwickeln, damit ich begreife, was mir alles fehlt, wenn ich diese Fragen mir noch nicht stelle und an den Antworten nicht interessiert bin. Das wäre die fruchtbare Reaktion. Die übliche Reaktion ist unfruchtbar. Dass man sich also nicht neugierig auf neue Horizonte einlässt und intellektuell weiterzukommen versucht. Die häufigsten Reaktionen sind die folgenden und überprüfen Sie, wann Sie anfangen, eine dieser Reaktionen in sich zu spüren. Und dann stehen Sie am Scheideweg. Entweder Sie geben den Reaktionen nach oder Sie gewinnen wirklich ein gutes inneres Verhältnis zur Wissenschaft und zum Forschen. Erste Reaktion nennt sich kognitive Blockaden. Das kann doch niemand verstehen, worum es hier geht oder gar in der Statistikausbildung. Ehrlich gesagt, das ist grundfalsch. Jeder kann das alles verstehen, man muss sich nur Mühe geben. Ich meine, es wird auch keiner ein Marathonläufer, der sich nicht Mühe gibt und den toten Punkt überwindet. Freilich muss auch keiner Marathonläufer werden. Aber muss jeder ein Sozialwissenschaftler werden? Natürlich auch nicht. Fühlen sich also frei, aber wenn Sie Sozialwissenschaftler werden wollen, schauen Sie, dass Sie nicht in kognitive Blockaden gelangen. Die zweite Reaktion ist die emotionale Blockade. Das alles interessiert mich einfach nicht. Ich wollte Soziologie studieren, weil mich die Gesellschaft interessiert, aber doch nicht, wie man Interviews macht. Du himmelblaue See, wie erfahre ich denn etwas über das Funktionieren von Familien, wenn ich nicht mit Leuten rede? Wie rede ich so mit Leuten, dass nicht meine Vorannahmen die Antworten prägen, wenn ich nicht gelernt habe, wie man richtige Interviews durchführt? Die dritte Fehlreaktion ist die pseudo-utilitaristische Blockade. Das nutzt mir nichts, das brauche ich nicht zu wissen. Naja, spätestens, sobald man seine Bachelorarbeit schreibt oder korrigiert zurückbekommt, fällt einem jeden auf, was zu wissen wohl besser gewesen wäre. Und dann gibt es noch etwas, was sehr häufig sichtbar wird, zumindest aus meiner Perspektive, wo ich sie alle sehe. Das ist das Ignoranzkichern. Es kann auch ein innerliches Ignoranzkichern sein. Man sagt, du lieber Schwan, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich bin viel klüger als das, was diese ganzen Methodologen und Wissenschaftstheoretiker erzählen. Merken Sie, das ist wirklich Ignoranz, die ausagiert wird durch individuelles oder kollektives Kichern. Warten wir ab, wann es zum ersten Mal bei Ihnen auftritt. Ja, und die letzte Fehlreaktion ist einfach wegbleiben, weil man sagt, ja mein Gott, die Folien, die gibt es ja, die werde ich halt vor der Klausur auswendig lernen und dann geht die Sache schon. Ehrlich gesagt, das funktioniert nicht. Man muss den Gegenstand dieser Vorlesung verstehen. Lernen funktioniert nicht. Verstehen ist das Wesentliche, wobei zum Verstehen natürlich auch Wissen gehört und Wissen hat durchaus dann doch etwas mit Lernen zu tun. Also mein Rat ist, nutzen Sie alle Chancen, sich neue Horizonte zu erschließen. Dafür dienen jede Menge von Folien, die Sie über Opal runterladen können. Bitte verstehen Sie diese Folien nicht als die üblichen Präsentationsfolien. Das sind Vorlesungsmitschriften, die ich schon für Sie angefertigt habe. Deswegen steht auch vieles drauf. Es stehen auch viele Grafiken drauf mit vielen Pfeilen. Das versteht man am besten, wenn man die Sachen interaktiv am Laptop aufblättert. Dann entsteht nämlich aus einem Gewirr von Pfeilern ein Argument. Und das Argument soll man beherrschen. Wie studiert man richtig? Naja, davor die Folien durcharbeiten, parallel lesen, während der Vorlesung mitdenken und überprüfen, ob man das zuvor zu verstehen versuchte, wirklich verstanden hat. Bei Verständnisproblemen fragen, nach jeder Vorlesung nachbereiten. Ich weiß schon, das sind alles fromme Wünsche. Aber es sind Wünsche, die genau in die richtige Richtung gehen. Und die typische Erfahrung ist, dass man mit einer Zeitverzögerung von 5 Jahren sagt, eigentlich wäre es schon richtig gewesen, das alles zu machen. Warum, frage ich mich, wollen so viele Leute immer 5 Jahre lang warten, bevor sie das tun, was für sie gut ist?
Nähern wir uns nun der entscheidenden Frage, wofür braucht es denn dieses ganze Zeug, in die einzuführen, unser Geschäft in diesem Semester ist? Wofür braucht es empirische Sozialforschung? Naja, wir fangen mit der Praxis an, denn uns Sozialwissenschaftler braucht es für die Praxis. Wenn wir nichts praktisch Nützliches leisten, kann man unsere Stellen und das Geld, das wir verbrauchen, gerne einsparen. Schauen Sie, irgendein produzierendes Unternehmen, Autos, Computer, gleich was, will wissen, welche Nachfragestrukturen es für ein neu entwickeltes oder ein neu zu entwickelndes Produkt gibt, um dann für geeignete Marketingstrategien zu sorgen, damit anschließend das in die Forschung und Entwicklung investierte Geld wieder hereinkommt. Na, was wird man dann machen? Naja, man wird mit Sozialforschung den Markt erkunden und da verdient man im Übrigen eine ganze Menge Geld. Oder eine Hörfunk- oder Fernsehstation will wissen, und insbesondere eine private solche Station will wissen, welche Zuhörer Sie, diese Station, mit welchen Sendungen zu welchen Zeiten erreicht. Denn das ist wichtig, um Werbeeinnahmen zu generieren, weil jene, die Werbung schalten wollen, genau wissen wollen, ob sie die Zielgruppe, die sie brauchen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer bestimmten Zeit erreichen. Und folglich muss man das wissen. Und deswegen macht man Zuschauer- oder Nutzerbefragungen. Oder eine Partei will wissen, wie populär welche ihrer politischen Positionen sind, um hieraus Folgerungen für ihre Öffentlichkeitsarbeit und Wahlkampftätigkeit zu ziehen. Natürlich kann auch nach einer Wahl sich überlegen, warum man viel verloren hat. Es könnte aber womöglich klüger sein, vor einer Wahl schon ausfindig zu machen, was die Leute wollen und was sie ablehnen. Eine Regierung möchte wissen, wie die Lebensverhältnisse ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger sind, um nämlich zielgerichtet darauf hinwirken zu können, dass es nicht zur Ghettobildung oder zur Parallelgesellschaftlichkeit kommt. Ja, wenn man das will, dann ist es eine gute Idee, die Lebensverhältnisse ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu untersuchen und zu erkunden, welche Maßnahmen bislang welche Wirkungen ausgelöst haben, um aus Positivbeispielen bisheriges Tun verstärken zu lernen und um aus Negativbeispielen zu lernen, was man in Zukunft vielleicht lieber unterlassen sollte. Ein Sozialwissenschaftler will wissen, wie der Zusammenhang zwischen der Kinderzahl einer Frau, ihrem Bildungsstand, Beruf, Partnerbindung und staatlichem Transfereinkommen ist, um präzise Aussagen, etwa über Familienpolitik, über Frauenpolitik und so weiter, im Rahmen von wissenschaftlicher Diskussion, also gegründet auf Fakten und nicht auf Glaubensbekundungen, und im Rahmen praktischer Politikberatung treffen zu können. Also mit dem Anspruch, den Politikern nicht irgendetwas zu erzählen, sondern das, was in der Praxis der Fall ist und funktionieren kann. Und in allen solchen Fällen leuchtet es ein, dass man da lieber sich um zutreffende Informationen kümmert, als dass man einfach sagt, naja, ich weiß eh schon alles. Mein Gefühl sagt mir, und wenn du ein ähnliches Gefühl hast, dann wird es in der Wirklichkeit schon sein, wie wir beide fühlen. Naja, das wird oft so gemacht, führt aber sehr häufig in ziemlich krass falsche politische Entscheidungen. Also wann immer so ein Fall wie hier aufgelistet vorliegt, braucht es empirische Sozialforschung. Na schön, und was ist sie? Naja, es ist Forschung. Forschung meint, dass man anhand bewährter wissenschaftlicher Regeln etwas herausfindet. Welche Regeln das sind und warum sie sich bewähren und ihre Alternativen weniger, das werden wir behandeln. Empirisch heißt, dass man nicht durch bloßes Spekulieren etwas herausfinden will über die Beschaffenheit der Welt, sondern durch Betrachtung von Tatsachen. Empirisch kommt von griechisch Empeiria und Empeiria heißt die Erfahrung. Auf der Grundlage von Erfahrungen, die man macht oder die andere gemacht haben und die man nun zur Kenntnis nimmt und auswertet, etwas über die Beschaffenheit der Welt herausfinden, das meint empirisch. Das klingt ganz einfach, denn jeder von uns nimmt doch die Welt zur Kenntnis. Jeder weiß, ob es regnet oder die Sonne scheint, was soll da schwierig dran sein? Naja, wenn es um andere Tatsachen geht, wie soziale Ungleichheit, Rassismus, Kriegsgeneigtheit von Staaten, Instabilität regionaler Systeme. Naja, da kann man nicht so ganz leicht durch bloßen Augenschein feststellen, was der Fall ist und was nicht der Fall ist. An die Tatsachen zu gelangen, kann mitunter ziemlich kompliziert sein. Und welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben und wie man sie überwinden kann, das wird genau im Abschnitt über Forschungslogik gelehrt.
Wir brauchen noch den Wortbestandteil sozial. Sozialforschung meint, dass geforscht wird über Soziales und das heißt über die gesellschaftliche Wirklichkeit. Sozialforschung heißt nicht, dass wir allesamt sehr sozial sind und uns deswegen für unsere Mitmenschen interessieren. Wir wollen davon ausgehen, dass wir sozial sind und uns für unsere Mitmenschen interessieren. Aber hier bezeichnet sozial lediglich den Gegenstandsbereich. Wir betreiben keine naturwissenschaftliche Forschung, weil wir nicht die unbelebte oder belebte Natur einfach so untersuchen wie andere Wissenschaftszweige. Wir untersuchen nicht die Technik wie Technikwissenschaftler. Wir untersuchen Gesellschaft und alles, was zur Gesellschaft gehört. Vom Zusammenleben im Kleingruppenbereich über Kommunikation bis hin zur Politik. Und hier Achtung, die Logik des Forschens, die Spielregeln, die sind für sämtliche Wissenschaften identisch. Ob Sozial- oder Natur- oder Technikwissenschaft, die Regeln des Forschens, die sind die gleichen. Es sind aber die Gegenstände, auf die man sich beim Forschen bezieht, dasjenige, was man untersucht, das ist höchst unterschiedlich. Denn natürlich ist eine politische Partei etwas anderes als ein Dampfschiff. Und ist eine Familie etwas anderes als ein Stein. Beim Kontakt mit der Wirklichkeit, beim konkreten Forschen muss man also die Eigentümlichkeiten des Gegenstandes berücksichtigen. Und deswegen unterscheidet sich die konkrete Methodik des Forschens in den einzelnen Wissenschaftszweigen sehr. Was sich nicht unterscheidet, ist die Logik der Spielregeln hinter den Forschungsmethoden. Wir müssen uns im Grunde mit alledem in dieser Vorlesung nicht näher befassen, denn Soziologie, Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft haben exakt die gleichen Methoden, nämlich genau die Methoden der empirischen Sozialforschung. Schön. Und wer hat nun etwas davon, wenn er von all dem irgendetwas weiß? Naja, jeder hat etwas von solchen Kenntnissen, der eines Tages sein Geld mit sozialwissenschaftlicher Forschung verdienen will. Denn ohne Methoden und Forschungskenntnisse werden Sie in kein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut kommen. Und ehrlich gesagt, dieses Arbeiten ist der lukrativste Teil sozialwissenschaftlicher Arbeit. Wenn Sie anständig Geld verdienen wollen, dann schauen Sie, dass Sie bei einem renommierten Forschungsinstitut unterkommen und dort irgendwann verantwortlich werden für einen größeren Forschungsbereich. Relevant sind solche Kenntnisse auch für jeden, der in seinem Beruf Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Forschung auswerten muss, aufbereiten muss für andere und weiteren Arbeiten etwa seines Verbandes oder seiner Partei oder seines Fernsehsenders zugrunde legen muss. Und das sind typische Berufe für Sozialwissenschaftler. Man heuert jemanden, der weiß, was denn sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse wert sind, weil er begreift, wie sie entstehen, weil er ihre Lücken und Grenzbereiche und ihre Eigentümlichkeiten kennt, der also das, was auf Fachchinesisch publiziert wird und mit vielen Statistiken und statistischen Kennziffern garniert wird, wer das übersetzen kann für Praktiker, die nicht wissen wollen, wie das Forschen geht, sondern die wissen wollen, worauf sie sich an den vorgelegten Ergebnissen wirklich verlassen können. Tja, und drittens, sind Kenntnisse empirischer Sozialforschung nützlich für alle, die mit Wirklichkeit, öffentlich verfügbaren Daten, in öffentlichen Diskursen oder auch beim Stammtischgespräch nicht nur aus dem Bauch heraus mit Daten und Fakten und Argumenten umgehen wollen, sondern die Kontrolle haben wollen darüber, ob das, was sie zu wissen glauben, wirklich ein gefestigtes und belastbares Wissen ist. Also jene, die nicht gleichsam wie Kinder bloß das nachplappern wollen, was Erwachsene vorplappern, in der Hoffnung, wenn Erwachsene etwas sagen, wird es schon halbwegs stimmen. Wer also in der Erwachsenenhaltung am politischen und gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen will, Kraft eigener Urteilskompetenz, für den sind sozialwissenschaftliche Kenntnisse und Kenntnisse sozialwissenschaftlicher Forschung sehr nützlich. Und schauen Sie, an diesem letzten Teilsatz erkennt man sofort, ob jemand sozusagen Ignoranzkichern betreibt oder wirklich etwas weiß.
Denn jene, die gar nichts wissen über die Forschung, die sagen, na ja, schon, der XY, Churchill, wahlweise auch jemand anderer, hat gesagt, traue nur der Statistik, die du selber gefälscht hast. Es ist ohnehin alles gefälscht. Man kann nichts über die Wirklichkeit wissen. Jede Aussage der Wirklichkeit ist gleich wichtig, gleich berechtigt. Wir müssen einfach mit irgendetwas anfangen und dann sehen wir schon, was rauskommt. Und wenn ein anderer etwas anderes sieht, mein Gott, dann traut er halt der Statistik, die er gefälscht hat. Und ich fälsche die meine. Sie merken, das ist nicht nur kindisch, das ist nachgerade, ich sage es freundlich, rindviehhaft. Also es geht hier tatsächlich um sozialwissenschaftliche Bildung. So, jetzt brauchen wir noch einige weitere Begriffe, damit wir wissen, worüber wir reden. Begriff Nummer eins, das sind Methoden, um die es in diesem Semester geht. Methoden sind Regeln und sind Handlungsanweisungen, denen entlang man Forschungstätigkeiten kompetent unternehmen kann und zu verlässlichen Ergebnissen zu gelangen vermag. Methoden sind sozusagen Kochbuchanweisungen. Wenn du das machen willst, also ein gutes Interview, eine verlässliche Beobachtung, dann geh wie folgt vor. Das sind Methoden. Der nächste Begriff sind die Forschungstechniken oder nur die Techniken. Das ist das, was noch unterhalb der Methoden steht. Konkrete Ausgestaltungen der Methoden. Es steht in Ihrem Kochbuch drinnen, man schlage 3 Eier auf und trenne Eigelb und Eiweiß. Na, da steht so mancher da und weiß nicht, wie man Ei richtig aufschlägt. Und versteht nicht, das Gelbe vom Weißen zu trennen. Da bringt man ihm bei, wie das geht. Das ist die Ebene von Techniken. Also, wie formuliere ich einen Fragebogen richtig? Wie formatiere ich den Fragebogen für eine Umfrage, die mit Laptops gemacht wird, so, dass man selbst die Antworten leicht eingeben kann und zugleich dem Befragten optische Hilfestellungen, Bilder zum Beurteilen und so weiter geben kann? Also, wie macht man es ganz, ganz, ganz genau? Der nächste Begriff ist jener der Methodologie, das ist die Wissenschaft von den Methoden, unter denen die Techniken stehen. Das ist die Lehre von brauchbaren, verlässlichen Regeln des Forschens, das ist die Lehre von der Qualität konkreter Methoden und von der Tauglichkeit und den richtigen Anwendungsweisen konkreter Techniken des Forschens. Im Grunde ist der Begriff oder die Begriffsverkettung Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung die Aufschrift eines Werkzeugkastens. Das ist jener Werkzeugkasten, den ein Sozialwissenschaftler in seinem geistigen Haushalt haben soll. Und wann immer er über die Welt da draußen etwas zu klären hat, geht er zu dem Werkzeugkasten. Und wenn er gut ausgebildet ist, weiß er, für welche Schrauben man einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Längsschlitzschraubendreher oder einen Imbusschlüssel nehmen muss. Und das Ganze verwenden Sie jetzt bitte auf sozialwissenschaftliche Methoden. Für welche Fragestellung, bei welchem Gegenstand, über den ich forschen will, brauche ich welche Methoden? Und dann muss man die Instrumente eben kennen und muss zumindest eine anfängliche Erfahrung in ihrer Anwendung haben. Dann kommt der Rest durch das praktische Üben. Also kann man sagen, das Ausbildungsziel dieser Lehrveranstaltung besteht darin, Ihnen den Sinn und die Eigentümlichkeiten der in diesem Werkzeugkasten enthaltenen Instrumente nahezubringen und ihnen gut begreiflich zu machen, ihnen einen Überblick über das insgesamt verfügbare Instrumentarium zu geben, sodass sie wenigstens einige dieser Instrumente, wenn schon nicht persönlich kompetent anwenden können, so doch zumindest wissen, welchen letzten Schritt sie noch gehen müssten, um kompetent interviewen, kompetent inhaltsanalysieren, kompetent experimentieren zu können. Soweit zu ganz elementaren Begriffen, zur Verständigung über den Gegenstand, soweit über die Wichtigkeit des Gegenstandes. Und jetzt damit zur Frage, ja, wo kommt denn das her? Seit wann gibt es denn empirische Sozialforschung? Wann haben denn die Leute die Werkzeuge in dem Werkzeugkasten entdeckt und weiterentwickelt? Das wollen wir uns jetzt ansehen. Schauen Sie, seitdem es Regierungen gibt, und das ist schon verdammt lange her, fängt spätestens mit der Neusteinzeit an,
eigentlich immer schon konnten Regierungen mancherlei Informationen ziemlich gut brauchen. Wie viel produzieren die Bauern auf meinem Herrschaftsgebiet? Das heißt, wie stark kann ich sie besteuern? Wie viele junge Männer gibt es? Das heißt, wie viele Leute kann ich in den Krieg schicken und dort auch verheizen, ohne dass meine Gesellschaft zusammenbricht? Wie viele Leute kann ich einsetzen für große Bauten, Staudämme, Pyramiden und so weiter, ohne dass der Rest der Wirtschaft zusammenbricht? Ja, es gab einen Kalifen von Bagdad, der strich nächtens durch die Wirtshäuser, angeblich, verkleidete sich, gemeinsam mit seinem Großvezier, um rauszukriegen, was die Leute so denken. Heutzutage würde er eine demoskopische Umfrage in Auftrag geben, was es damals noch nicht gab. Was ich sagen will, ist, dass es schon lange in Hochkulturen das gab, was wir heute eine Volkszählung nennen. Die Chinesen haben schon während der Han-Dynastie Volkszählungen gemacht. Im europäischen Bereich ist jene am bekanntesten, die sich im Weihnachtsevangelium findet, als der Kaiser Augustus den Befehl gibt, alle Untertanen seines Reiches steuerklassenmäßig einschätzen zu lassen. Das ist so praktisches Betriebswissen gewesen. Was lange, lange Zeit fehlte, war eine Vorstellung von Wissenschaft, die sich auch auf den Umgang mit Tatsachen und mit erhobenen Daten bezog. Natürlich wusste man, wie eine Schaufel zu betätigen ist, wie ein Pflug zu betätigen ist, wie man einen Pflug verbessert, wie man erst Bronze, dann Eisen erzeugt und wie man die Qualität des Eisens verbessern kann. Aber all dieses handwerkliche Wissen war sozusagen praktisches Betriebswissen. Darum kümmerte sich ein gebildeter Mensch nicht. Ein gebildeter Mensch, der konnte noch Astronomie betreiben. Ein gebildeter Mensch, der konnte noch Philosophie betreiben, über das Wesen des Eisens und der Welt, in der es Eisenerz gibt, nachdenken. Aber so die Details, wie wird das geschmolzen, wie organisiert man ein Bergwerk, das war nichts, womit sich Wissenschaftler, die damals Philosophen hießen, beschäftigten. Es brauchte erst die Entdeckung oder die Entwicklung eines Wissenschaftsverständnisses, in dem auch die niedrigen Tätigkeiten der menschlichen Existenz als interessant und wichtig genug erachtet wurden, dass sich die klügsten Leute damit systematisch befassten. Und der Weg zu einem solchen Wissenschaftsverständnis ist im Grunde nur in Europa eingeschlagen worden. Es gibt große Diskussionen darüber, warum China nicht eine wissenschaftlich-technische Zivilisation entwickelt hat, obwohl im Grunde alle Voraussetzungen da waren. Faktum ist, in China war es nicht so. Warum, muss ich jetzt nicht erklären. Entwickelt wurde so ein Wissenschaftsverständnis in Europa, und zwar mit dem Aufkommen der Vorstellung, dass man über Naturwissenschaft betreiben könne, die sich so ab der Renaissance flächendeckend durchsetzt. Einesteils getrieben vom Verlangen von Fürsten, Gold zu machen. Da haben die überall Labore eingerichtet, aus denen später die moderne Chemie entstanden ist. Geleitet vom Verlangen von Fürsten, die Produktivität des Landbaus in ihren Staaten zu verbessern, wo man dann entdeckte, durch systematische Beobachtung und Auswertung der Beobachtungsergebnisse kann man die Produktivität steigern. Kurzum, Praxis nutzen, den man sich erhoffte, und die etablierten Denkweisen von Wissenschaft, systematisches Denken, logisches Argumentieren, überprüfen, ob etwas der Fall ist oder nicht, das kam in der Renaissance zusammen. Und seit der Renaissance, um es ganz grob zu sagen, stehen dann Denkweisen und Verfahrensregeln bereit, die man irgendwann auch auf die soziale Wirklichkeit anwenden konnte. Denn das war zu dieser Zeit noch klar. Über Wälder, Felder, Tiere, Technik kann man Wissenschaft betreiben. Aber doch nicht über den Menschen. Das, was der Mensch ist und ihn ausmacht, das ist unsagbar. Das ist hochgradig individuell. Man kann doch nicht über eine Familie einfach Wissenschaft machen, denn eine Familie ist doch was anderes als eine Schafherde. Es brauchte schon noch einige Denkwindungen, um auf die Idee zu kommen, dass man über soziale Wirklichkeit in genau der gleichen Weise Wissenschaft betreiben kann wie über technische Wirklichkeit und die Wirklichkeit in der Natur. Aber irgendwann, und ich sage Ihnen dann gleich wann, fing man an zu begreifen, dass auch gesellschaftliche und politische Sachverhalte einer empirisch-wissenschaftlichen Analyse zugänglich sind und eben nicht nur einer theoretischen Reflexion, ich denke mir halt was, wenn du das Gleiche denkst, schön, wenn nicht, auch schön,
Und dass diese Dinge nicht nur einer kunstfertigen Praxis, einem kunstfertigen Erfahrungswissen zugänglich sind, sondern auch systematisch gewonnenen Einsichten. Allerdings hatte dieser Zugriff, der schon seit dem 17. Jahrhundert vorgedacht wird, bis weit ins 18. Jahrhundert hinein noch etliche Grenzen. Die erste Grenze war, dass die Staaten eben auf Geheimhaltung hinwirkten. Es soll doch bitte keiner rauskriegen, wie es tatsächlich mit den Besteuerungsgrundlagen aussieht. Mit der Anzahl von wehrtüchtigen Männern, mit der Anzahl von Betrieben und Fabriken, mit den Innereien unserer Staatsverwaltung, gar mit der Leistungsfähigkeit unserer Armee und ihrer Waffen. Das sind Staatsgeheimnisse. Und zum anderen gab es bis weit ins 18. Jahrhundert ganz unzulängliche Methoden der Datenerhebung und der Datenanalyse. Kurzum, man wusste noch nicht richtig, wie sammelt man Daten so, dass man von den gesammelten Daten auf jene Grundgesamtheit schließen kann, aus dem heraus man zwar die Daten gesammelt hat, die man aber nicht in Gänze untersucht hat. Und schon gar nicht wusste man so richtig, was man mit den Daten anfangen soll, außer dass man zählt, aber wie ermittle ich Zusammenhänge. Das musste alles erst entdeckt und gelernt werden. Und damit sind wir im 17. Jahrhundert, wo die moderne Sozialforschung so richtig beginnt. Es entwickelt sich in England die sogenannte politische Arithmetik, und zwar aus praktischen Gründen. Sir William Petty war einer der ersten, der die Grundlagen von Versicherungsmathematik entwickelte. Es ging um Lebensversicherungen. Wenn ich möchte, dass meine Frau nach meinem Ableben eine bestimmte Geldsumme bekommt, wie mache ich das? Aha, ich möchte Geld verdienen mit dem Wunsch von Menschen, Lebensversicherung abzuschließen. Welche Prämien muss ich den Leuten, solange sie leben, abverlangen, damit ich nicht pleite gehe, wenn die Menschen irgendwann tatsächlich sterben und manche sterben eben früher, bevor sie viel eingezahlt haben? Wie muss ich denn das Verhältnis von Prämien, Lebenserwartung, Attraktivität des Versicherungsgeschäftes und Gründen des Sterbens ins Verhältnis setzen? Na, dazu muss ich erstmal Daten erheben. Also Daten über Geburtsfälle, Sterbefälle, Lebenserwartung, Heiratsalter und eben auch Selbstmordraten. So fängt das an. Man entwickelt die ersten Denkweisen und Instrumente. Man sucht dann nach Regelmäßigkeiten. Muss man vielleicht die Prämien für Stadtbevölkerung anders berechnen als für die Landbevölkerung, weil aufgrund bestimmter Umstände in den Städten die Lebenserwartung kürzer ist als auf dem Land. Kurzum, es fängt die vergleichende Forschung an. Die vergleichende Erforschung von Lebensverhältnissen, nicht aus Jux und Tollerei, sondern aus höchst praktischen Erwägungen. Man sucht praxisnützliche Informationen über potenzielle Märkte. Und dass der Aufstieg moderner Sozialwissenschaft parallel geht zum Aufstieg des modernen Kapitalismus, naja, wenn Sie das begriffen haben, muss Sie das nicht mehr wundern. Hier liegen genau die Ursprünge der modernen quantitativen Analyse. In Deutschland fängt es im 17. Jahrhundert auch an. Es fängt das an, was heute Statistik heißt und von kaum einem mehr im ursprünglichen Wortsinn verstanden wird. Leute wie Hermann Kohnring entwickeln in Deutschland die sogenannte Universitätsstatistik. Was ist denn das? Statistik ist vergleichende Staatenkunde. Man will in politisch-praktischer Absicht die einzelnen Staaten, die es gibt, beschreiben, um Aufschluss über deren Leistungsfähigkeit und folglich auch über deren Bedrohlichkeit oder Nützlichkeit als Bündnispartner ausfindig machen. Die vergleichende politische Systemforschung fängt an als Universitätsstatistik, als an Universitäten betriebene vergleichende Staatenkunde. Sitten, Lebensgewohnheiten, Klima, Geografie, alles, was wir heute auch noch untersuchen, wird damals zum ersten Mal in ein systematisches Forschungsvorhaben einbezogen. Wobei das Spezifische der deutschen Universitätsstatistik war, man machte sich klar, dass sich in fremden Staaten ja nicht einfach mit Meldebögern, Schriftrollern, Büchern, wo ich alles Mögliche notiere, auftreten kann, ohne als Spion verdächtigt zu werden. Am Abend konnte man aufschreiben, was man am Tag erfuhr, und das heißt, quantitatives war nicht. Qualitativ war diese Universitätsstatistik ausgerichtet, und das prägt heute noch den Zugriff von vielen auf soziale Wirklichkeit. Man könne soziale Wirklichkeit verschiedener Gesellschaften doch nicht quantitativ erfassen. Den Sinn des Ganzen, das komplexe Zusammenspielen von ganz mannigfachen Faktoren müsste man ergründen, und das ginge nur qualitativ, was nicht ganz verkehrt ist. Im 18. Jahrhundert kommt wieder was Neues dazu.
Es ist die Freizeitbeschäftigung der reichen Oberschicht. Glücksspiele sind es. Irgendwann fragte man sich, kann man denn nicht ausrechnen, wie die Chancen stehen beim Roulette oder bei irgendeinem anderen Glücksspiel? Kann ich nicht sozusagen den Gesetzmäßigkeiten des Zufalls auf die Schliche kommen? Gibt es Möglichkeiten, ausfindig zu machen, ob Würfel, mit denen man würfelt, von dem, mit dem ich würfle, so gefälscht sind, dass er immer gewinnt und ich immer verliere? Und das führte unmittelbar hinein in die Entwicklung der schließenden Statistik von Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitstheorie. Alles, was Sie heute lernen, hat seinen Ursprung in der Begehrlichkeit von Leuten, beim Glücksspiel nicht zu verlieren, weil sie wüssten, nach welchen Regelmäßigkeiten die Zahlen oder die Karten oder die Würfel fallen. Später wurde diese quantitative Erforschung verbunden mit wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen, verbunden mit dem, was als politische Arithmetik begonnen hatte. Das ist das, was sich nennt Moralstatistik. Das ist einfach die Untersuchung von Sitten und Gebräuchen, heute würden wir auch noch sagen von Einstellungen und Präferenzverteilungen in Bevölkerungen, eben mit den Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließenden Statistik. Da fängt man auch so an, über Stichproben und wie man sie richtig zieht, nachzudenken. Im 19. Jahrhundert verbinden sich dann in ganz Europa und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in den allmählich reich werdenden USA alle diese verschiedenen Strömungen. Aus allen diesen Wurzeln entsteht die moderne empirische Sozialforschung und zwar im Zusammenhang mit der entstehenden Soziologie. Die Soziologie, wurzelnd ganz wesentlich in der Aufklärungsphilosophie, ist im Kern ein Kind des 19. Jahrhunderts. Die Vorstellung ist die, dass was man in Bezug auf die Natur kann, nämlich zu erforschen, was ihre Regelmäßigkeiten sind, das müsste man verdammt nochmal doch auch mit menschlichen Gesellschaften machen können. Die Aufklärung hatte ohnehin den rationalen, rechenhaften Zugriff auf alle Gesellschaftsfigurationen schon geöffnet und jetzt gab es das Bestreben, das auch in der Praxis durchzuführen. Physik sozial, Physik vom Sozialen, war denn auch bei Auguste Comte, einem der Begründer der modernen Soziologie, der Name für das, was er anstrebte. Eine harte Wissenschaft von jenen harten Zeiten, in denen die moderne Industriegesellschaft mit ihrer massenhaften Verelendung entsteht. Und tatsächlich ist es genau die massenhafte Verelendung, sind es die üblen Begleiterscheinungen der industriellen Revolution, die einen großen gesellschaftlichen Informationsbedarf auslösten. Was passiert denn mit unseren Gesellschaften? Plötzlich strömen unglaublich viele Leute in die Städte. Ja, die versammeln sich doch glatt hinter roten Fahnen und bedrohen unsere Fürstentröne. Sie bedrohen unsere freie Wirtschaft. Sie wollen Revolution. Was ist denn da los? Wo drückt die Leute der Schuh? Wo kann man eingreifen? Welche Theorien über die Entstehung und Entwicklung der Industriegesellschaft im Besonderen, der abendländischen Gesellschaften im Allgemeinen, stimmen mit den Tatsachen überein? Aus dem Versuch der Theoriebildung entsteht viel moderne Soziologie, inklusive des großen Werks von Marx. Und aus dem Versuch, das Ganze empirisch zu untersetzen, entsteht empirische Sozialforschung. In Deutschland gründet sich der Verein für Sozialpolitik und führt die ersten großen Sozialenqueten, das heißt sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, zur gesellschaftlichen Lage durch, aus denen dann die Politik versuchte, durchaus mit Erfolg, Konsequenzen zu ziehen. Jetzt sind wir also im 19. Jahrhundert angekommen und als es im 20. Jahrhundert weitergeht und der Krieg vorbei ist, der Erste Weltkrieg, werden allenthalben Einrichtungen für empirische Sozialforschungen institutionalisiert. In Köln das Institut für Soziologie, in Frankfurt das berühmte Institut, das dann in die USA auswanderte und dann zurückkam. In den 1930er Jahren in Wien, wo damals wirklich sozusagen der größte Fortschritt im Bereich von Wissenschaftstheorie sich vollzog, Wiener Kreis genannt, logischer Positivismus und so weiter. Dort entsteht als empirische Ergänzung empirische Forschung im Kreis um Paul Lazarsfeld, der dann emigrierte und in den USA ganz wesentlich die Sozialforschung aufbaute, in Chicago. Ja, und dann die Umfrageforschung, nachdem der gute Gallup gezeigt hatte, dass man auf Stichproben begründet wesentlich bessere Vorhersagen über die Ergebnisse von US-Präsidentschaftswahlen treffen kann, als wenn ein paar Millionen Leser von Reader's Digest erzählen, was sie wählen würden. Das Ganze beschleunigt sich gigantisch aus praktischen Notwendigkeiten heraus und aus leider Gottes so gewordenen Opportunitätsstrukturen. Das Erste, was wir uns klar machen müssen, ist,
dass ein großer Teil der Sozialforscher und derer, die in der Sozialwissenschaft tätig waren, weder mit den Konservativen noch mit der Reaktion sympathisierten, allenfalls mit den Liberalen und ganz wesentlich mit der Sozialdemokratie und dem Sozialismus sympathisierten. Und weil sie Teile der kulturellen Elite war, die über die Befreiung der Juden im 19. Jahrhundert eben sehr stark von Juden getragen und gestaltet wurde, wie der ganze Kunstbetrieb auch, fielen die natürlich den narzisstischen Verfolgungen zum Opfer. Entweder wurden sie umgebracht oder sie emigrierten. Und viele europäische Sozialforscher, teils jüdischer Herkunft, teils sozialistischer Prägung, flohen vor den Nazis in die USA. Und dort legten sie nicht die Hände in den Schoß und einen ausgebauten Sozialstaat gab es auch nicht. Sie versuchten unterzukommen, sie versuchten in ihren angestammten Tätigkeitsbereichen besser zu sein als die mit ihnen konkurrierenden Amerikaner. Und es gelang vielfach. Die moderne amerikanische Wissenschaftstheorie lebt im Wesentlichen von deutschen Emigranten, von deutsch-österreichisch-jüdischen Emigranten. Und so auch die beginnende Sozialforschung. Sie gab es zwar schon, aber sie bekommt einen großen Schub durch die Emigranten aus Europa. Deswegen ist es so putzig, wenn manche Leute die Wahrnehmung haben, die empirische Sozialforschung sei sozusagen ein amerikanischer Export, der sozusagen den umzuerziehenden Teutonen aufgezwungen worden wäre. Nichts könnte alberner sein. Es kehrt nach Europa zurück, was von Europa ausgegangen bzw. aus Europa vertrieben worden war. Und der andere Faktor ist, dass im Zweiten Weltkrieg ja sämtliche Ressourcen mobilisiert wurden, um die Nazis zu besiegen. Man wollte wissen, was brachte denn die Deutschen zum narzisstischen Tickern? Man wollte wissen, was muss man in Deutschland tun, dass nach dem Sieg über den Nationalsozialismus so etwas Entsetzliches nicht wieder entsteht? Wie baut man Demokratie auf? Und im Krieg wollte man wissen, wie stabil ist denn die Legitimitätslage des Nazireiches? Ja, man konnte ja schlecht Umfragen im Nazireich machen. Und den offiziellen Aussagen, der Führer steht vor einer geschlossenen Volksmasse, die ihm folgt, war auch nicht zu trauen. Was man machte, war, Presseerzeugnisse auszuwerten, zwischen den Zeilen zu lesen, Veränderungen im Tonfall, in den Begriffen ausfindig zu machen. Kurzum, aus diesem Versuch, indirekt Aufschluss über die innere Verfasstheit des Dritten Reiches zu gewinnen, entsteht ein großer Teil der späteren Techniken der Inhaltsanalyse. Es ist Geld da, es ist Interesse da, es ist Kompetenz da. Und darum nimmt durch den Zweiten Weltkrieg die empirische Sozialforschung einen ganz gewaltigen Aufschwung. Selbsttragend in den USA und dann in allen Staaten, die sie modernisieren wollten, auch begreifen wollten, was funktioniert bei uns, wie können wir den vergangenen Übeln künftig wehren, entstehen überall nach US-amerikanischem Vorbild sozialwissenschaftliche Forschungsinstitute. In Deutschland am beeindruckendsten das Allensbacher Institut für Demoskopie, das erste Institut dieser Art, seitdem die amerikanische Militärregierung nicht in eigener Regie Umfragen machte, wo die gute Gründerin Nölle Neumann in den USA ihre entscheidenden Prägungen diesbezüglich erfahren hatte. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts geht es aber auch auf einer anderen Strecke weiter. Es kommt zu wegweisenden Neuentwicklungen bei statistischen Analysemodellen. Die Korrelationsrechnung wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden. Die Varianzanalyse wird aus der Analyse von Ackerbau und wie man Pflanzenzucht verbessern kann, erfunden. Signifikanztests, also die Möglichkeit, mit begründeter Wahrscheinlichkeit von Stichproben auf Grundgesamtheiten zu schließen, entsteht zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und dann, überhaupt nicht zu unterschätzen in ihrer Bedeutung, in den 70er Jahren werden Computer zu einer Allerweltsware, ja, damals noch nicht ganz, aber später schon. Man konnte plötzlich diese gigantisch komplexen statistischen Berechnungen, etwa für Faktorenanalysen, die schon in den 30er Jahren bekannt war, aber sie verbrauchte unendlich viel Rechenzeit. Man konnte das an Maschinen delegieren. Die komplexen statistischen Berechnungen über viele, viele, viele Daten, riesige Datensätze, 1000, 2000, 10.000, plötzlich war das alles technisch machbar. Und heutzutage, im Zeitalter von PCs, auf denen SPSS und seine Varianten laufen, ist es erst recht so. Und das war der gigantische Durchbruch. Seitdem ist es ziemlich selbstverständlich. Ja, es war selbstverständlich. Jetzt rede ich nicht von der DDR, die eine eigene Geschichte mit empirischer Sozialforschung hat, wie alle sozialistischen Staaten. Dazu in 2 Minuten oder 3 Minuten eine Bemerkung. Es war an den deutschen Universitäten die empirische Sozialforschung voll implementiert oder weitgehend eingerichtet, als dann die Studentenrevolution anfing.
im Grunde 1966 mit der großen proletarischen Kulturrevolution in China und dann schwappend nach Deutschland. Und weil ich in dieser Zeit selber sozialisiert worden bin, weiß ich genau, wovon ich rede, weil ich nur meine eigenen jüngeren Gefühle an dieser Stelle wieder in mir hochkommen lassen muss. Die empirische Sozialforschung wurde auf das Heftigste bekämpft, denn sie betriebe ja nur eine Verdoppelung der Wirklichkeit. Das, was in der Wirklichkeit eh schon da ist, wird es durch Forschung noch einmal festgestellt. Es kommt aber nicht darauf an, die Wirklichkeit immer wieder neu zu beschreiben, es kommt darauf an, die Wirklichkeit zu verändern. Und folglich halten Kurse in empirischer Sozialforschung uns angehende Soziologen und Politikwissenschaftler davon ab, was unsere eigentliche Aufgabe ist. Durch Kritik am bestehenden System und durch Wucht hinter dieser Kritik, durch Protestaktionen, die Gesellschaft zu verändern. Es ist immer lustig, wenn man in solchen Denkweisen befangen ist, wie blöd man ist, welche Scheuklappen man hat. Stellen Sie sich vor, den Gewinnern des letzten, ich glaube, Physik-Nobelpreises würde man Folgendes sagen. Ihr habt ein Verfahren entwickelt, mit dem man Molekülstrukturen sichtbar machen kann. Wofür soll das gut sein? Ihr verdoppelt die Wirklichkeit ja nur. Das, was eh schon da ist an Molekülstrukturen, das zeigt er uns auch noch. Wo soll da bitte ein wissenschaftlicher Mehrwert sein? Jeder kennt das, ist ein völlig blödes Argument. Damals wurde es ernst genommen. Die Wirklichkeit empirisch zu unterforschen, das ist nichts Wertvolles, denn sie besteht eh. Tja, aber wir wissen sie noch nicht. Der Vorwurf war, empirische Forschung verhielte sich affirmativ zur Wirklichkeit. Sie würde das Bestehende halt nochmal beschreiben und das wäre es dann. Es käme aber darauf an, die Wirklichkeit eben zu verändern. Seit den 80er Jahren, als ich das totgelaufen hatte und manche Leute inklusive meiner Wenigkeit auch etwas klüger geworden sind, seit den 1980er Jahren hat sich dann die empirische Sozialforschung eigentlich in allen Sozialwissenschaften durchgesetzt. Soziologie, Wirtschaftswissenschaft, in vielen Bereichen der Kommunikationswissenschaft, am wenigsten lange Zeit leider Gottes in der Politikwissenschaft, aber immerhin inzwischen auch. Seither gibt es verpflichtende Methodenausbildung, allenthalben früher ohne Statistik, weil das ist ja nun wirklich eine Zumutung für Politikwissenschaftler, inzwischen mit Statistik und zwar aus wirklich guten Gründen. Und jetzt lassen Sie mich den angekündigten kurzen Exkurs zu den sozialistischen Staaten noch machen. Ich sprach ja davon, dass Staaten der Entwicklung von Forschung über soziale Wirklichkeit dadurch oft in den Weg traten, weil sie eben Geheimhaltung und Geheimniskrämerei betrieben. Und genauso war es auch. Jene Leute, die die Umweltschäden in der DDR zu dokumentieren versuchten, die waren in großer Gefahr, irgendwann der Staatssicherheit zugeführt zu werden. Und obendrein war für einen anständigen Kommunisten ohnehin klar, es braucht keine empirische Sozialforschung. Denn alles, was über Wirklichkeit wissbar ist und wichtig zu wissen ist, das ist in der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse ohnehin enthalten. Wir haben eine richtige Theorie und deswegen brauchen wir keine Empirie. Und jetzt horchen Sie mal immer wieder in sich hinein und gehen Sie mal der leisen Ahnung nach, dass Sie ab und zu auch geneigt sind, folgendes Argument zu vertreten. Wenn ich doch eh aus der soziologischen oder politischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Theorie weiß, was der Fall ist, ja, dann muss ich gar nicht auf die Wirklichkeit blicken. Ich weiß, das führt zu dem und folglich muss ich die Wirklichkeit gar nicht untersuchen. Ich weiß, Rassismus führt zu Faschismus. Folglich muss ich gar nicht untersuchen, was wirklich hinter Rechtspopulismus steht. Ich habe eine Theorie, die stimmt. Das ist diese Denkweise, die ideologisches Denken gegen Erfahrungswissen immunisiert und die Leute gegen den Versuch imprägniert, sich jenes methodische und analytische Können anzueignen, das einem selbst liebgewordene Ideologien zu zersetzen vermag. Obendrein wurde die empirische Sozialwissenschaft als eine bürgerliche Wissenschaft abgelehnt. Im Hintergrund steht, dass alle Welterkenntnis standortgebunden ist. Dass eine proletarische Wissenschaft zu anderen Ergebnissen kommt als eine bürgerliche Wissenschaft. Und weil die Geschichte einen objektiven Verlauf nimmt, haben immer jene Recht, die an der fortschrittlicheren Stelle stehen. Das heißt, wir Kommunisten
haben die richtige Wissenschaft und Betrachtungsweise, die Bürgerlichen haben die falsche. Hören Sie auch da wieder mal in sich hinein. Ich habe doch meine persönliche Meinung. Ich weiß doch, was stimmt. Wenn du jetzt etwas anderes behauptest über die Welt da draußen, was mit meiner Meinung nicht übereinstimmt, ja, dann müssen deine Daten falsch sein. Denn ich weiß ja, dass ich recht habe. Ja, und dann ist man schnell geneigt, empirische Forschung zurückzuweisen, wenn sie die eigenen Vorurteile nicht bestätigt. Und obendrein die Geheimhaltung. Gesellschaftliche, wirtschaftliche, politisch wichtige Informationen wurden zurückgehalten, einesteils im Wettbewerb der Systeme. Die DDR-Wirtschaftsstatistik zum Beispiel ist voll vor lauter Bemäntelungen und Fehlweisungen und andernteils aus Legitimationsgründen. Wie groß die Zustimmung zum Staat war, wollte man lieber nicht empirisch ausfindig machen. Und deswegen wurde unabhängige Forschung unterbunden, wurde die spärliche staatliche Auftragsforschung gegängelt, gab es eine zwiespältige Haltung zum schwer bezweifelbaren Nutzen westlicher Sozialwissenschaft. Ich kann mich noch entsinnen, zu Beginn meiner Dresdner Tätigkeit, als ich Habilschriften, Dissertation B damals genannt, zu begutachten hatte von Soziologen, da stand dann häufig drinnen, man verwende hier die Clusteranalyse, man müsse schon sagen, dass das eine bürgerliche Methode wäre und folglich ihre Ergebnisse mit großer Sorgfalt zu bedenken wären. Und dann kam das obligatorische Lenin-Zitat, dass man ab und zu beim politischen Gegner auch etwas lernen könne und mit dieser revolutionären Wachsamkeit würde man trotzdem eine Clusteranalyse durchführen. Merken Sie die ganzen inneren Verwindungen, mit denen man sich davor schützt, das Offensichtliche zu begreifen? Die politische, die gesellschaftliche Welt kann man genauso erforschen wie alle anderen Teile der Wirklichkeit. Und die Logik des Forschens, ihre Methoden, die sich in der von mir beschriebenen Weise entwickelt haben, sind immer die gleichen. Und man verstümmelt sich selbst intellektuell, wenn man sich weigert, sie zur Kenntnis zu nehmen und anzuwenden. Tja, so viel zur Geschichte der empirischen Sozialforschung. Und alles, was hier steht, sollte klar sein, wozu empirische Sozialforschung dient, was sie bedeutet, woher sie kommt und warum das Zeug so wichtig geworden ist. Wollen wir uns jetzt befassen mit Forschung? Was ist Forschung? Was sind die Aufgaben von Wissenschaft? Was sind die für das Wissenschaftsbetreiben geeigneten Methoden und wie schaut der Forschungsprozess aus? Forschungslogik ist dieser Teil der Vorlesung überschrieben und die Frage lautet, ja, was ist denn das überhaupt? Forschungslogik meint die Logik des Forschens, also meint die Spielregeln, die man beim Forschen, wenn es denn ordnungsgemäß sein und zu belastbaren Ergebnissen führen soll, die man beim Forschen also einhält. Forschungslogik gibt die Antwort auf die Frage, wie macht man das Forschen richtig? Und sie erklärt, warum das richtig ist und anderes eben nicht richtig ist. Und sie führt auch hin zu den konkreten Techniken, zu den ganz konkreten Kochrezepten des Forschens. Was folgt denn aus diesen Forschungsregeln konkret, hier und jetzt, angesichts dieses Gegenstandes, geleitet von meiner Fragestellung? Das heißt, wir werden blicken auf die Schwierigkeiten beim Forschen, die es zu überwinden gilt, auf die Ursachen dessen, dass das Forschen oft so schwierig ist. Und wir werden eben darauf gucken, wie man mit diesen Schwierigkeiten für alle praktischen Zwecke zurechtkommt. Dass Forschen der Kern von Wissenschaft ist, muss inzwischen klar sein. Und klar kann nun sein, wer versteht, wie man forscht, der versteht auch, wie man sinnvollerweise Wissenschaft betreibt und organisiert. Naja, da müssen wir uns klar machen, worum es bei Wissenschaft geht. Der Zweck von Wissenschaft besteht darin, Fragen zu beantworten, auf die man Antworten sucht. Wo keine Frage, dort keine Wissenschaft. Das gilt übrigens auch für alle Ihre Seminararbeiten. Wenn Sie keine Fragestellung haben, wird der Text auch zu nichts taugen, weil er irgendetwas zusammenschreibt, aber eben keine Antwort auf eine Frage gibt. Der Zweck von Wissenschaft besteht, das Gleiche anders ausgedrückt, darin, Probleme zu lösen, die man zu beheben wünscht. Wer kein Problem hat, braucht auch keine Wissenschaft. Er kann ja eh schon alles. Also, Wissenschaft beginnt mit einer Fragestellung oder einer Problemstellung. Wissenschaft endet mit der Formulierung von Aussagen. Das ist ganz wesentlich. Das Ergebnis von Wissenschaft ist nicht Praxis oder Veränderung gesellschaftlicher Praxis. Das Ergebnis von Wissenschaft sind Aussagen.
dass man auf der Grundlage dieser Aussagen dann auch gesellschaftliche Veränderungen machen kann, ja soll, das steht außer Zweifel. Aber Wissenschaft endet dort, wo Aussagen getätigt werden. Die praktische Umsetzung dieser Aussagen in Handeln ist nicht mehr die Aufgabe von Wissenschaft. Dort wird man zum Praktiker. Aber Achtung, Wissenschaft, die nicht praktisch nützlich ist, braucht auch kein Mensch. Darum soll man als Wissenschaftler gerne bereit sein, auch zum Praktiker zu werden und an der Grenze zwischen Forschung und Praxis möglichst viel Einfluss guter Art zu gewinnen. Aber Wissenschaft hört auf, bevor die Praxis beginnt. Und vor allen Dingen, machen Sie sich bitte klar und halten Sie das fest, Wissenschaft ist unnötig, wo das Alltagsdenken ausreicht. Nichts ist lächerlicher als jemand, der mit großem Aufwand ausfindig macht, was ein jeder schon weiß oder wissen kann. Wann immer ich eingereichte Manuskripte für die Zeitschrift für Parlamentsfragen durchlese, erlebe ich immer häufiger, dass jemand aus irgendwelchen Theorien ganz komplizierte Hypothesen ableitet und sie dann auf testbare Hypothesen verdichtet. Etwa kommt er nach 5 Seiten zur Hypothese. Im Parlament werden die Fraktionen Disziplin halten. Und dann wird jede Menge an Daten über vergangene Parlamente und über gegenwärtige Parlamente zusammengetragen. Es wird die Hypothese getestet, ob Parlamentarier in Fraktionen Disziplin halten. Und dann kommt mit stolz geschwellter Brust der Verfasser zum Ergebnis, die Hypothese, dass Parlamentarier Fraktionsdisziplin halten, hat sich bestätigt. Merken Sie, wie lächerlich das ist? Ein jeder Mensch, der ein wenig Ahnung vom Gegenstand hat, weiß das alles. Stellen Sie sich vor, ein Biologe käme nach jahrelangen Forschung auf die Idee, dass Menschen in der Regel atmen und wenn sie zum Atmen aufhören, sterben. In den Sozialwissenschaften erlebt man leider Gottes immer wieder, dass Leute glauben, Sozialwissenschaft bestünde darin, auf möglichst komplizierte Weise dasjenige ausfindig zu machen oder auszusagen, was ein jeder andere normale Mensch ohnehin schon weiß. Also dort, wo man eh schon weiß, was der Fall ist und es auch keinen Grund gibt, das überprüfen zu wollen, braucht es keine Wissenschaft. Stellen Sie sich vor, jemand beantragt ein Forschungsprojekt mit der Frage, ich möchte ausfindig machen, wie der deutsche Regierungschef heißt. Lächerlich. Angenommen, jemand beantragt ein Forschungsprojekt mit der Frage, ich möchte wissen, welcher ägyptische Pharao im Jahr 3200 vor Christus regiert hat. Schon schwieriger. Da wissen wir kaum etwas. Und wenn wir das ausfindig machen würden, würde das vielleicht ganz neues Licht auf die ägyptische Geschichte werfen. Der Unterschied besteht darin, dass man weiß, wer der deutsche Regierungschef ist. Und in dem anderen Fall weiß man es nicht. Wir werden auf diesen Punkt noch oft zurückkommen. Im Moment ist die Dialektik von Fragestellung und Aussagen wichtig und dass Sie im Kopf haben, dass das auch schon für jede Seminararbeit gilt. Also, wir wollen Fragen beantworten und Probleme lösen, die sich in der Welt da draußen stellen. Das führt dann sofort zur Frage, ja, der Wunsch ist gut und lobenswert, aber gibt es denn überhaupt eine Chance, zu wahren Aussagen über die Welt da draußen zu gelangen? Naja, im Alltag ist das kein Thema. Jeder geht davon aus, dass es ganz ohne Probleme ist, die Welt, in der man lebt, in für alle praktischen Zwecke ausreichender Weise konkret zu benennen und zu beschreiben. Wie ist das Wetter heute? Es regnet. Ja, keiner hat ein Problem damit. Was ist für die nächsten Tage zu erwarten? Naja, wir sind im Herbst, wahrscheinlich wird es nicht sonderlich warm werden. Kein Problem. Was ist davon zu halten, wer der neue deutsche Bundeskanzler werden wird? Naja, das wird halt die Bundesangela. Muss man auch nicht weiter diskutieren. Im Alltag ist das kein Thema, dass wir die Wirklichkeit zutreffende Aussagen formulieren können. In der Wissenschaft ist es anders. Erstens interessieren wir uns ja für Dinge, über die man im Alltag noch gar nichts weiß. Zum Beispiel, wie schwarze Löcher entstehen. Oder was am Rande des expandierenden Kosmos sich ereignet. Früher wollten wir wissen, wie die Rückseite des Mondes aussieht. Das wusste vor 60 Jahren noch kein Mensch. Das heißt, in der Wissenschaft geht es eben genau um Dinge, die man noch nicht weiß. Und wenn man anfängt, sie zu wissen, versuchsweise zu wissen, naturgemäß hoch umstritten sind.
Leider Gottes kam in den letzten Jahrzehnten eine Mode hinzu, die Gottlob im Abklingen ist, nämlich die Mode zu sagen, naja, alles, was wir Wissenschaftler machen können, ist, Wirklichkeit zu beschreiben anhand von geistigen Konstruktionen. Das Einzige, was wir machen können, sind geistige Konstruktionen. Über die können wir uns verständigen, die können wir gemeinsam verwenden. Wie die Welt in Wirklichkeit beschaffen ist, das kann man nicht wissen. Das hieß Konstruktivismus, präziser gesagt, erkenntnistheoretischer, radikaler Konstruktivismus und galt als letzter Schrei. Und wann immer man so einem Menschen gesagt hat, weißt du was, das ist eine ganz tolle Theorie, auf diese Weise lösen wir sämtliche Finanzierungskosten im Gesundheitssystem. Wenn jemand meint, er hätte Krebs, dann sagt ihm der Arzt, hey, du bist von vorgestern. Du musst wissen, dass eine Aussage wie ich habe Krebs nur eine Konstruktion ist. Es ist genauso viel wert wie jede andere Konstruktion. Konstruiere einfach die Aussage, ich bin top gesund. Dann musst du nicht zum Arzt und verursachst keine Kosten. Das wollten die dann nicht hören. Das war denen dann zu klar, zu direkt, zu konkret. Warum erzähle ich Ihnen das? Wissenschaft hat mit Dingen zu tun, für die wir im Alltagswissen keine so richtigen Anlaufpunkte haben. Das verleitet viele dazu, Wissenschaft voll und ganz im Bereich des Nebulösen, des Eingebildeten, des rein Auszudenkenden anzusiedeln. Und genau das Heilmittel dagegen ist empirische Sozialforschung. Denn deren Zweck ist es, der jedes Denken über die Wirklichkeit festzuhalten an dem, was man wirklich beobachten, mitbekommen, in Erfahrung bringen kann. Das Thema selbst, ob man über die Wirklichkeit was erfahren kann, ist seit den Anfängen der Philosophie Gegenstand der Erkenntnistheorie. Über die will ich jetzt nicht viel sagen. Seit den 1970er Jahren haben Forschungen gezeigt, wie Erkennen tatsächlich funktioniert auf unseren neuronalen Grundlagen. Das ist die sogenannte evolutionäre Erkenntnistheorie, sodass jetzt viele zuvor rein philosophische Spekulationen über das Wesen oder präziser gesagt die Natur des menschlichen Erkenntnisprozesses jetzt eine feste naturwissenschaftliche Grundlage haben. Und eigentlich sollte jeder Intellektuelle wenigstens ansatzweise Ahnung davon haben, was sich denn im Kopf tut, wenn man intellektuell ist. Was denn die geistigen Operationen sind, mit denen man aus dem alltäglichen vor sich hindenken, aus diesem Denken, aus diesem alltäglichen vor sich hindenken auftauchen kann. Und das Ganze wird schön dargestellt in verschiedenen Erkenntnismodellen, wo wir wesentliche Einsichten knapp zusammenfassen können. 4 Modelle gibt es, und die will ich Ihnen ganz knapp vor Augen führen. Das eine ist das Fotografiemodell. Das haben die Positivisten geschätzt und Lenin im Übrigen auch. Der Leitgedanke ist der, das ist die Welt da draußen, die wir erkennen wollen. Geschehnisse in der Politik, in der Wirtschaft, Eigentümlichkeiten von Mediensystemen, das ist das von uns zu erkennende Objekt, die sogenannte Operationswirklichkeit, jene Wirklichkeit, in der wir alle unsere Operationen ausführen. Das sind wir, die über die Welt etwas in Erfahrung bringen wollen. Und wie machen wir das? Wie bauen wir unsere Wahrnehmungswirklichkeiten, also unsere Perzeptionswirklichkeiten im Fachbegriff auch, auf? Ja, die Antwort ist, man muss halt einfach unvoreingenommen offen sein für die Welt da draußen. Man muss die Lauscher aufsperren, die Augen aufmachen, die Welt auf sich wirken lassen. Dann wird die Welt außerhalb von uns in unserem Bewusstsein gleichsam fotografiert. Und wenn wir diese Fotografien besitzen und bedenken, dann haben wir Erkenntnis gewonnen. Die Welt da draußen wird in unserem Bewusstsein wiedergespiegelt. So etwas nennt sich eine materialistische Erkenntnistheorie. Und sie mündet im Grunde in der Aussage, Theorie braucht es nicht. Was soll Theorie? Ich nehme die Wirklichkeit wahr, wie sie ist. Ich rede nicht theoretisch, sondern ich kenne mich aus, ich bin ein Praktiker. Tja, richtig ist, dass alle Informationen über die Beschaffenheit der Welt über unsere Sinnesorgane in uns gelangen. Das ist genauso. Der Anspruch ist, die Wirklichkeit wird jetzt objektiv in uns wiedergespiegelt. Wir haben einen klaren Eindruck, was der Fall ist, weil wir es ja gesehen haben mit den eigenen Augen. Naja, das Problem ist nur, dass man schnell bemerkt, dass immer wieder Menschen ganz verschiedene Wirklichkeitsbilder haben und den subjektiven Eindruck haben, sie seien ganz offen gewesen. Ja, was macht man denn?
wenn wir den Anspruch haben auf objektive Erkenntnis, aber 15 Leute unterschiedliche angeblich objektive Erkenntnisse um die Welt da draußen haben. Wie kommt das zustande? Ja, eine berühmte Lösung vom Marxismus-Leninismus, jahrzehntelang durchgesetzt, war: Erkenntnis ist eben parteiisch. Erkenntnis ist immer eine von einem bestimmten Standpunkt aus. Und die richtige Erkenntnis hat jener, der den richtigen Standpunkt einnimmt. Und woran erkenne ich, was der richtige Standpunkt ist? Ja, das erkenne ich daraus, dass ich weiß, dass die Welt eine notwendigerweise ihr vorgegebene Geschichte hat. In unserer Zeit ist der Standpunkt der Arbeiterklasse der richtige und der Bourgeoisie der falsche. Als der Kapitalismus aufkam, war der Standpunkt der Bourgeoisie der richtige, der Feudalisten aber der falsche. Das heißt, objektiv ist das, was wir Kommunisten erkennen. Und jetzt hören Sie mal in sich hinein, ob Sie nicht auch vielfach so denken. Objektiv recht haben jene, die so ähnlich denken wie ich. Denn ich weiß, dass ich richtig denke. Und alle meine Freunde sind ganz tolle Typen. Die können sich doch alle nicht täuschen. Wenn jemand etwas anders sieht, dann muss mit dem irgendwas los sein. Der ist nicht ganz knusper, der ist irgendwie gaga, der ist irgendwie problematisch. Naja, das hat dann ein paar Folgen dafür, wie man den Diskurs miteinander organisiert, und sie sind meistens nicht sehr freiheitssichernd. Es gibt ein anderes Modell, das älteste in der europäischen Philosophie verfügbare Modell, das stammt von Platon. Da ist wieder die Welt da draußen, klar, die Operationswirklichkeit, das sind wir. Und nun macht der Platon Folgendes klar: Die Welt da draußen, die ist da geworden. Sie ist geworden anhand von Bauplänen. Ehrlich gesagt, wir alle sind anhand eines Bauplans geworden. Das ist die Information, die in den Chromosomen unserer Eltern drinnen war, aus denen wir zusammengesetzt und dann aufgebaut worden sind. Alle Welt ist anhand von Bauplänen gemacht. Wenn irgendwo ein Computer steht, der ist gemacht worden anhand eines Bauplans. Ein Haus wird anhand eines Bauplans errichtet. Und Platons Gedanke war: Alles, was auf der Welt ist, ist die konkrete Ausführung eines Bauplans. Diese Baupläne aber sind nicht von Menschen gemacht, sie sind der Welt schon vorgegeben. Es sind zeitlose, körperlose Baupläne, die der Platon Ideen nannte. Alles, was ist, ist eine Konkretisierung von Bauplänen, die vor aller Existenz schon da waren. Und das, was ist, ist also die Konkretisierung dieser Baupläne. Und wenn wir wissen wollen, wie die Welt funktioniert, dann müssen wir halt einfach begreifen, nach welchen Bauplänen die Welt geworden ist. Und so jetzt Platon und viele, die entsprechend argumentieren, weil wir selbst ja ein Teil der Welt sind und anhand der Baupläne aufgebaut sind, aus denen die Welt besteht, haben wir eigentlich alles, was es über die Welt zu wissen gilt, schon in uns. Wir müssen das, was wir eigentlich wissen, nur wiederentdecken, indem wir die Baupläne, die die Welt hervorgebracht haben, erkennen, dank dessen, dass wir Anteil an ihnen haben, weil wir auch ein Teil der Welt sind, die anhand dieser Baupläne gemacht worden ist. Indem wir also Theorie betreiben, nachdenken, das, was hinter der Welt der Erscheinungen liegt, uns vor Augen führen, genau auf diese Weise erkennen wir objektiv, was der Fall ist. Auf modern ausgedrückt, Platon hat entdeckt, dass alle Erkenntnis der Wirklichkeit durch Begriffe vorstrukturiert ist, dass jedes Reden und Denken über die Wirklichkeit durch Theorien geprägt ist, dass man also über die Theorien und die Begriffe und das Nachdenken über Theorien und Begriffe überhaupt erst sich der Welt vergewissern kann. Tja, die Pointe des Ganzen ist: Sie brauchen keine empirische Forschung. Es reicht einfach, die richtigen Theorien zu haben, die einem das Wesen der Welt erklären. Forschung heißt, das Wesen der Dinge zu ergründen, und das Wesen der Dinge ergründet man durch Nachdenken, durch Philosophie. Was heute zur Folge hat, dass viele, die sagen, sie seien Theoretiker, sich damit freisprechen, von den Mühen empirisch forschen zu müssen. Das braucht es einfach nicht. Diese idealistische Erkenntnistheorie, weil Ideen in ihrem Mittelpunkt stehen,
Die sagt was völlig Richtiges. Jede Information über die Welt da draußen ist durch Begriffe vorstrukturiert. Der Anspruch ist, dass eine richtige Theorie die richtige Erkenntnis der Welt garantiert. Ich bin Rational Choice Theoretiker, folglich habe ich recht. Ich bin Marxist-Leninist, folglich habe ich recht. Ich bin dies oder jenes, folglich habe ich recht. Das Problem ist nur, dass Menschen nun einmal immer wieder ganz verschiedene Theorien für richtig halten. Wie stellt man denn nun fest, welche Theorie stimmt? Indem ich den Vertretern einer anderen Theorie den Mund verbiete. Indem ich verbiete, eine falsche Theorie zu lehren. Ja, das kann man machen, führt aber auch in unfreiheitliche Verhältnisse. Also bei mir wieder ein Problem. So, das dritte Modell ist das sogenannte Kategorienmodell der Erkenntnis. Das hat Immanuel Kant wegweisend gemacht. Da ist wieder die Welt da draußen, die wir erkennen wollen, die Operationswirklichkeit, das sind wir. Und Kant, wissen um alles, das, was Platon argumentiert hat, sagte, und ich vereinfache das jetzt ein wenig, alles Wissen von Welt ist begrifflich vorstrukturiert. Alle Erkenntnis, die wir haben, beruht auf einer Erkenntnis, die wir von vornherein haben. Wir kategorisieren die Welt anhand von Kategorien, die jeder Erkenntnis vorausgehen, die a priori sind, die alle Erkenntnis strukturieren. Auf modern, alle Erkenntnis ist geprägt durch Begriffe, durch Theorien, die ihrerseits die Voraussetzung jeglicher Wahrnehmung sind. So, wenn ich anhand einer bestimmten Menge von Kategorien auf die Welt blicke, anhand einer bestimmten Theorie auf die Welt blicke, ja, dann erkenne ich eben dieses und was anderes nicht. Also, man erkennt die Welt nur anhand von seinen Denkweisen, den wahrnehmungsprägenden, den deutungsprägenden Begriffen, die alle Erfahrungen vorgegeben sind. Folglich erkennt man die Welt nie an sich, sondern immer nur so, wie die verwendeten Begriffe und Theorien einem die Welt erscheinen lassen. Also in einer bestimmten Perspektive, in der Perspektive einer forschungsleitenden Theorie und selektiv in der Auswahl- und Ausblendungswirkung einer verwendeten Theorie. Sowas nennt sich eine kritizistische Erkenntnistheorie, weil in ihr eingebaut ist die Kritik und besser noch die Selbstkritik allen Erkennens, die Selbstkritik des Erkennenden sich selbst gegenüber. Das ständige Hinterfragen ist das, wovon ich glaube, dass ich es sähe, wirklich das, was da draußen ist, oder nur ein Echo der Denkweisen, die ich an die Wirklichkeit herantrage. Richtig an diesem Modell ist, dass alle Informationen über die Welt immer nur durch theoretische Begriffe vorstrukturiert in unser Denken und Wissen hineingelangt. Der Anspruch ist, dass vor Augen geführt wird, dass man eine sinnvolle empirische Forschung nicht machen kann, ohne zugleich hochgradig theoretisch reflektiert zu sein. Oder vereinfacht ausgedrückt, nur der kann ein guter Empiriker sein, der auch ein guter Theoretiker ist. Weil es keine empirische Erkenntnis ohne vorgängige Theorie gibt. Die Frage oder das Anschlussproblem lautet, ja, wenn bestimmte Denkweisen Menschen schon vorgegeben sind, also a priori im Sinn von Kant sind, wo kommen sie denn her? Wo sind sie denn im Menschen lokalisiert, diese alle Erfahrung vorgegebenen Erkenntnismodule? Bei Platon war klar, die sind angeboren, weil die Seele schon die Baupläne der Welt geschaut hat und lediglich durch den Schock des Geborenwerdens vergisst, was sie, die Seele, eigentlich weiß. Aha, irgendwo im Menschen drinnen muss das Zeug sein, aber wo? Aber wie kommt es da hinein? Und das ist der große Fortschritt seit den 70er Jahren, den die naturwissenschaftliche empirische Erkenntnistheorie gemacht hat. Man kann zeigen, wie das evolutionär entstanden ist. Das will ich Ihnen aber nicht erzählen, da können Sie viel lesen. Ich will vielmehr diese Sequenz beenden mit dem Verweis auf das, worüber ich mich vorhin lustig gemacht habe, auf die radikale Konstruktion, auf den radikalen erkenntnistheoretischen Konstruktivismus. Da haben wir wieder das erkennende Subjekt und seit Kant wissen wir, dass wir alle Welt nur anhand von geistigen Konstruktionen wahrnehmen können, von Begriffen, von Theorien, die wir verwenden. Und anhand dieser Kategorien, Begriffe, Theorien, konstruieren wir uns geistig ein bestimmtes Bild der Wirklichkeit. Es ist so, Kant hat uns das auf das Schönste gezeigt. Es geht das Argument weiter, wenn ich andere Theorien, andere Kategorien nehme, konstruiere ich mir ein anderes Bild der Wirklichkeit. Auch schön und völlig richtig so. Die Aussage lautet nun freilich, mehr kann man nicht wissen.
Sowas wie eine Welt da draußen kann man sich gar nicht jenseits einer Konstruktion als etwas vorstellen, was allem unserem Denken und Forschen vorgegeben ist. Es macht gar keinen Sinn, von einer Operationswirklichkeit zu sprechen. Die Welt da draußen existiert wahrscheinlich gar nicht. Und wenn sie existiert, dann nur so, wie wir sie konstruieren, wir können sie auch anders konstruieren. Also von einer Welt da draußen, die man empirisch erforschen könnte, kann man gar nicht sinnvoll sprechen. Man erkennt nicht etwas, man kriegt nicht etwas durch Forschung heraus, vielmehr wählt man Denkkategorien und Begriffe und konstruiert anhand ihrer etwas, was man dann für alle praktischen Zwecke so behandelt, als ob es die Wirklichkeit wäre. Das eben ist konstruktivistische Erkenntnistheorie. Richtig ist, Informationen über die Welt da draußen werden immer durch theoretische Begriffe vorstrukturiert. Der Anspruch ist hier, wie beim platonischen Ideenmodell, dass man Empirie nicht nur nicht braucht, sondern dass sie gar nicht möglich ist. Und das Problem, das damit verbunden ist, will ich Ihnen in der größtmöglichen Drastik vor Augen führen. Wenn eine solche konstruktivistische Erkenntnistheorie stimmt, dann lautet eine sehr handfeste Frage, ob dann 6 Millionen Juden plötzlich wieder leben, einschließlich ihrer Nachkommen, wenn man sich anstelle eines Geschichtsbildes, in dem es den Holocaust gegeben hat, ein Geschichtsbild konstruiert, in dem es keinen Holocaust gegeben hat. Wenn keine Wirklichkeit da draußen existiert, dann existiert auch keine Geschichte, die so gewesen ist, wie sie gewesen ist. Und je nachdem, was für ein Geschichtsbild wir haben, leben die 6 Millionen und ihre Nachkommen wieder oder nicht. Sie merken an diesem Beispiel, wie frivol, wie dreist, wie jenseits alles Humanen führend eine solche radikal-konstruktivistische Erkenntnisweise ist. Es ist einfach die Arroganz von Intellektuellen, die nicht anerkennen wollen, dass es außerhalb ihrer eine Welt mit ihren eigenen Scheußlichkeiten, Verbrechen und freilich auch ihren Chancen gibt, die zu gestalten unsere Aufgabe wäre, wenn man halt vernünftig die Welt erkennt. Die Auflösung, finden Sie das alles, finden Sie in der evolutionären Erkenntnistheorie, diesen zwei Lektüre hinweisen, insbesondere Rupert Riedel, Biologie der Erkenntnis, sollten Sie nachgehen. Und mein Rat aus einer wirklich nicht kurzen Beschäftigung mit all dem ist, idealerweise eignen Sie sich die Grundkenntnisse der evolutionären Erkenntnistheorie an, dann sind Sie auf dem neuesten Stand. Wenn Sie das aber nicht wollen, dann seien Sie bitte so modern wie Kant. Es gibt die Welt da draußen, wir müssen aber gute Theorien haben, um sie angemessen erkennen zu können. Und was aus alledem für empirische Forschung folgt, das schauen wir uns am nächsten Dienstag an. Tschüss, bis nächste Woche.